Michonne, richtig teuer. Ezekiel, brauchen wir gar nicht drüber reden. T10, Kavallerie. 19.000 Truppen. Bullseye ist echt ein super starker Spieler. Er spielt genau wie die anderen hier in Saw, was ihr im Hintergrund seht. Die spielen alle Season 2. Hier gab es 3, 4 SWAT-Fahrzeuge. 2 oder 3 Ezekiels. T10-Truppen ohne Ende. Hier ein SWAT-Fahrzeug, ne? Ezekiel. Ja, T10-Truppen, T9-Truppen. Das ist echt Wahnsinn. Wir können uns das ja mal hier angucken in diesem Kampfbericht. Oh, der Hund heißt Mumu. Hier, der Hund, ne? Goldene Skills, ist klar. Ist sowas, ist klar wie Kloßbrühe. Das geht gar nicht. Legendäre Ausrüstung, T10, die Prozentpunkte. Jetzt pass auf. Auf meinem ersten Account, auf dem Server 20.006, habe ich annähernd diese Prozentpunkte, die er hier jetzt hat. Und der erste Account spielt schon seit über 2 Jahren. Ihr könnt ja mal euch ausrechnen, ja? Also, wofür ich 2 Jahre brauche, brauchen die hier 2 Monate, ja? 2, 2,5, maximal 3 Monate. Und die sind schon auf den Stand eines S7-Spielers. Ich weiß nicht, also keine Ahnung. Hier können wir auch nochmal gucken. Ein Husky Gold. Achso, das ist ja der gleiche. Okay, das ist genau Bullseye. Legendäre Ausrüstung. Also die Prozentpunkte, ne? In der Season 2. Ich habe da mal im Chat nachgefragt. Also wirklich, alle Spieler, die hier in Saw mit dabei waren, sind aktuell in der Season 2. Also in der Season 1, okay, kannst du auf T8 kommen, ne? Aber Season 2 auf T9, ja, musst du ein bisschen Geld ausgeben, ne? T10, alte Verwalter, die ganzen Kolben, ne, bis du zu der Forschung kommst, das ist ja Wahnsinn. Und dennoch die legendäre Ausrüstung. Oh, ich habe hier verloren, wir gucken hier mal ganz kurz rein. Okay, das ist Karma, der hat hier gewonnen, der hat hier alle weggehauen. Natürlich auch SWAT-Fahrzeug, der Hund heißt Kasa, grüß dich Kasa, wenn du das siehst. Richtig gutes Chemie-Team mit Magna, Yumiko und Conny. Und er hat natürlich T9. Also, wie gesagt, selbst bei T9 bist du hier der Held vom Erdbeerfeld, ja? Das ist gar nicht. Ja, das ist gar nicht. Ich kann schon gar nicht mehr sprechen hier. Weil, wie gesagt, ich war gestern echt erschrocken, wo ich das Schlachtfeld betreten habe. Und der Bullseye, ne, das seht ihr später noch, der hat eine Kraft von 189 Millionen. Jetzt kann einer sagen, oh, das ist der Hund oder die Truppen. Ja, natürlich, mag auch sein. Aber man muss erstmal dahin kommen. Und ich frage mich, wie die großen Spieler so denken. Ist das für sie Monopoly? Ja. Ich kaufe kein Haus hier, keine Straße. Ich kaufe mal so eben ein SWAT oder kaufe mich hoch, bis ich T10 habe. Die Kolben, die ganzen Ressourcen, ist mir egal. Hauptsache, ich habe T10. Ja, das ist echt krass. Also, Ezekiel, allein Ezekiel schon. Oh, oh, oh. Komm, wir gucken uns mal hier an. Was hat er hier? Her, H-E-R. Hat natürlich auch T9, legendäre Ausrüstung. Ich bin, wie gesagt, Season 2 hat bei uns ja angefangen, wir sind schon mittendrin. Aber ich habe noch nicht mal meine erste Formation voll mit lila Ausrüstung. Wie geht das? Ja? So, hier sehen wir ein SWAT-Fahrzeug. Mal gucken, ob er die rauskickt da. So, nein. Okay, er hat natürlich gehalten. Okay, natürlich. So, zweite SWAT-Fahrzeug, drittes SWAT-Fahrzeug. Okay. 3 SWAT-Fahrzeuge haben wir hier gesehen. Da unten rechts fährt noch eins. Das heißt, 4 SWAT-Fahrzeuge hier in Saw. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Also, wenn du das SWAT-Fahrzeug kaufst, du musst es ja auch aufleveln und das kostet auch Schweinegeld. Ja. Ah, Mann, ich würde euch gerne mal ein Gameplay zeigen, ohne mehr rumzumeckern, warum die Spieler so viel Geld ausgeben und warum die alle so stark sind. Aber was ich eigentlich damit bezwecken möchte, mit diesen Videos, wo ich immer darauf eingehe, dass gerade die Season 2 ist, die haben T10, die haben SWAT-Fahrzeug, die haben Ezekiel, ist, wenn du Glück hast und gerade so ein Event spielst und du bist in diesem Team, hast du gute Chancen, natürlich Punkte zu ergattern. Natürlich kann es auch anders sein, oh, hier ist SWAT-Fahrzeug, dass du halt im gegnerischen Team landest mit einem, und kriegt ihr das? Nope. Mit einem starken Spieler, ja, der nur hochgerusht ist. Ne? Rushen, damit meine ich, okay, er fängt das Spiel an und kauft sich ganz schnell nach oben bis auf Rathaus 25, ganz schnell bis T10, aber er beachtet dabei nicht die anderen Dinge. Ja? Genau, weil allein die Forschung, allein die ganzen Kolben, da müssen ja schon
Zehntausende von Dollars reingegangen sein. Naja, wie gesagt, das war der Bullseye mit über 180 Millionen Stärke und wie gesagt, der Typ ist stärker als ich auf der S7. Muss man sich mal reinziehen, ne? 189 Millionen. Einige auf der S7, wenn du da 189 Millionen hast, gehörst du so zur Mittelschicht. Ne? Ich sag mal Mittelschicht. Aber wie gesagt, ich weiß auch nicht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr darüber denkt. Und naja, alles klar. Ich wollte euch mal das Gameplay zeigen, wollte mal ein bisschen mit euch drüber reden. Ich habe natürlich gewonnen, 11 Pünktchen. ja, genau, ich habe gewonnen, bin ich auch ja glücklich drüber. Ansonsten, wie gesagt, wenn ich was Neues habe, ich hau das raus. Ja, ich hau die Videos raus ohne Ende. Gut, wie gesagt, schreibt was in die Kommentare, liked, abonniert, macht's gut, bis dann, euer Soul Eye.